über den Dächern Frankfurts, allerdings unter den Top vom DAX. Also da kann man schon mal die Analogie sehen. Es ist ein Wechselspiel an den Märkten. Aktuell sieht es wieder ein bisschen schwächer aus. Der DAX ist wieder ein wenig zurückgekommen. Allerdings nachdem wir ja seit dem Tief, seit dem Zwei-Jahres-Tief kann man sagen, nicht wirklich glücklich waren, da ist der Kurs ja erstmal wieder gestiegen. Das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen. Und dass er jetzt ein wenig runterkommt, sollte uns nicht so sehr verwundern. Jetzt hängt alles davon ab, ob der Kurs jetzt diesen jüngsten auf Stundenchart zum Beispiel sich sehbaren Rücksetzer, ob er den einbremsen kann, ob das eine Bewegung ist, die einigermaßen begrenzt ist. Wenn dem so wäre, dann haben wir sehr, sehr realistische Chance, dass der Kurs tatsächlich noch weiter nach oben geht. Und wir dürfen nicht dran das vergessen, es hängt Ihnen vielleicht auch schon aus den Ohren raus hier, Black Friday in Amerika klassischerweise der Start des Weihnachtsgeschäfts und dementsprechend gerne der Start auch der Jahresendrallye. Wollen wir mal hoffen, dass das jetzt wenigstens nochmal klappt. Das hängt aber davon nicht unmaßgeblich ab, wie weit jetzt der Rücksetzer dann noch erfolgen wird. Geht der noch weit? Dann und bricht nochmal durch das letzte Tief, dann ist das sicherlich erstmal kein sehr gutes Zeichen. Sprich, weil es ist klar, wenn es nach unten geht, ist nie ein gutes Zeichen. Sprich, als Käufer sollte man erst dann auftreten, wenn der Markt wieder was nach oben raus toppt. Mindestens mal das letzte Zwischenhoch. Das wäre aus meiner Sicht durchaus ein wichtiges erstes Indiz. Auch Amerika ist nicht so wirklich stark. Da kann man nicht wirklich davon sprechen, dass da der Kaufdruck schon im Markt ist. Im Gegenteil, sieht eher noch schwach aus. Man kann damit rechnen, dass es heute da mal entweder vielleicht noch ein bisschen nach oben geht, aber erst nochmal die Abwärtsseite weiter überwiegt. Wir werden das sehen natürlich, aber auszuschließen ist es aktuell nicht. Sehr spannend finde ich aktuell Crude Oil, denn Crude Oil ist ja sehr schön nach oben gekommen und aktuell, wer sich das mal anguckt, so ein bisschen ABC-mäßig runter und ganz aktuell, am ganz rechten Ende des Charts, sehen wir, dass der Markt wieder ein wenig nach oben kommt und das ist eigentlich für uns ein ganz schönes Zeichen, um dort sich für die Long-Seite zu präparieren. Also wer mag, wer selber mal gucken will, der sollte sich das mal angucken, ob da nicht vielleicht das eine oder andere mit dabei ist, was Sie selber umsetzen können, zum Beispiel jetzt bei Crude Oil eben die Long-Seite. Umgekehrt sieht es beim Euro gegen den US-Dollar nicht so schlecht aus für die Shorties, denn da haben wir einen starken Abwärtsverkauf gehabt und dann ging es wackelig, so ABC-mäßig nach oben. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Zeichen dafür, dass der Markt, wenn er das letzte Zwischentief in dem Fall nochmal rausnimmt, hier die Abwärtsseite nochmal favorisiert. Wunderschöne Situation, die ich auf jeden Fall bei mir auf dem Kicker habe. Auf dem Kicker im Trade des Tages hatten wir heute ebenfalls eine Währung. Die gucken Sie sich aber selber mal an. Da haben wir dann unsere ganz konkrete Vorstellung auch mit Ein- und Ausstiegsniveaus. Wie immer halt. Und daran können Sie sich, wenn Sie mögen, orientieren oder zumindest mal überlegen, was machen die da? Kann ich sowas nicht selber nächstes Mal auch finden? Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie die richtigen Entscheidungen für heute treffen. Ich freue mich, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Bis dahin Ihnen alles Gute und die besten Grüße aus Frankfurt.